Glückwunsch, du hast die Top 4 geschlagen. Das heißt aber noch nicht, dass du jetzt schon an der Spitze angelangt bist. Hä? What? Da gibt es nämlich noch den Champ. Und sei gewarnt, denn der Champ ist noch viel stärker als die Top 4. Geh durch diese Tür, um dich dem finalen Kampf zu stellen. Champ? Es ist noch nicht vorbei. Ein Champ-Kampf, wie er es genannt hat, steht uns noch bevor. Alright. Vor dem Kampf, muss ich sagen, habe ich am meisten Angst. Und, ja. Wünsche mir auf jeden Fall Glück. Das kann ich jetzt ziemlich gut gebrauchen. Ich gucke noch gerade wegen meiner Heil-Items, die ich hier liegen habe. Tafelwasser kann ich hier noch verteilen. 100 heilt das, okay. Nee, sonst habe ich nichts. Alles klar. Alles klar. So sieht's aus. Speichere nochmal schnell ab. Und nun auf. Ich bin so hyped. Auf den finalen Kampf gegen den Champ. Wer ist es? Wer ist der Champ? Ihr werdet es mir nicht glauben, falls ihr das Spiel noch nie gespielt habt. Aber es ist... Es ist... Niemand Geringeres als eine alte Bekannte. Oh Gott, die Musik, Albträume! Wie ist es dir ergangen? Ich möchte dir nochmal für deinen Einsatz damals am Kraterberg danken. Es ist Cynthia! Und diese Musik über Albträume. Du hast mit deinen Pokémon alle Hindernisse überwunden. Das bedeutet auch, dass ihr über eure eigenen Schwächen triumphiert habt. Außerdem sieht man euch regelrecht an, wie stark ihr auf eurer Reise geworden seid. Doch genug geredet, lass uns kämpfen. Deshalb bist du doch hier, oder? Als Champ der Pokémon-Liga nehme ich deine Herausforderung an. Champ! Cynthia! Der stärkste Trainer oder Trainerin in ganz Sinnoh ist sie! In ihrem Krüppel fängt sie an. Erstmal lauter machen. Denn das Theme slappt! Und sie hat 6 Pokémon und die sind alle overlevelt, wie ich gerade merke. Autsch! Oh Gott, Krippuk, ich hab vergessen, was für ein Typ Krippuk ist. War es Unlicht? Oh Gott. Oh Gott. Egesam erstmal. Ich werde wahrscheinlich auf jedes einzelne Pokémon für ihn hier irgendeinen Schadenseffekt einsetzen. Unser finaler Kampf hier. Okay, nicht wirklich, aber. Das ist auf jeden Fall der wichtigste Kampf hier. Dieser Kampf wird entscheiden, wer der stärkste Trainer in ganz Sinnoh ist. Ich oder Cynthia. Ich feiere gerade die Mucke viel zu sehr. Ich kann mich nicht auf den Kampf konzentrieren. Das ist krass. Krippuk ist so krass, oh krass. Man kann Krippuk schon von nach der zweiten Arena oder so ungefähr haben, glaube ich. Aber da musst du schon gesuchtet haben. Also Krippuk kriegt man irgendwo vor Trostu bei dem Stein. Kannst du so ein Item einsetzen, das haben wir auch gemacht. Aber man muss dafür jeden einzelnen NPC, glaube ich, im Untergrund angesprochen haben, um es dann spawnen zu lassen. Was komplett dumm ist und das dauert viel zu lange, aber so ist es halt. Ja, so ist es. Ich setze Tricky ein. Mit Tricky habe ich irgendwie mehr Confidence. Ich habe irgendwie das Gefühl, mit Tricky kann ich mehr erreichen als mit Shelterra. Auch wenn es jetzt böse klang. Vor allem gegen ein Pokémon, wo ich den Typen vergessen habe. Wäre es keine schlechte Idee, mein Pokémon auszuwechseln. Zu irgendeinem Pokémon, wo ich denke, da hat es mehr Chancen. Ich denke, eine Feuerattacke wird definitiv normal effektiv sein. Deshalb Flammenwurf! Yes! Crit! Eins davon ist down! Das, wo ich keine Ahnung hatte, welches Typ das nochmal war. Okay. Gastrodon. Gestein oder sowas?
dann. Nee, Wasserboden! Ach nee, ich hab's voll verwechselt. Wasserboden! Ich hab an einen ganz anderen Pokémon gedacht, da habe ich gerade. Gastrodon ist Wasserboden. Ja, natürlich. Und jetzt setze ich Wasser-Pokémon dagegen ein. Wie dumm. Obwohl, so dumm ist es tatsächlich gar nicht. Das war sogar ein bisschen schlau. Ich kann die Runde verwenden, um meinen Chatterer zu heilen, bevor ich es wieder reinschicke. Das war schon nicht dumm. Aber jetzt muss ich es auch richtig ausnutzen, das Ganze. Also, wenn man dieses Theme nicht feiern kann, dann ist irgendwas falsch mit euch. Wenn das nicht die größten Goosebumps ever abgibt und die größten Gänsehäute, meine ich, dann weiß ich auch nicht. Gigasauga! One Hit KO. 4 verbleiben. Was hat sie als nächstes? Ich weiß, dass sie ein Pokémon hat, wo ich richtig vor Angst habe, aber ansonsten. Das war nicht mal das Pokémon, was ich meinte, aber Milotic. Ich habe sehr viele Albträume von Milotic. Nicht wegen ihr, sondern wegen anderen Pokémon-Spielen. Es muss ein Ende haben. Und natürlich kann es sein, ich brauche einen One-Shot-Hit nicht. Oh, es one-shottet mich nicht. Ah, noch schlimmer. Das ist viel schlimmer. Oh, ich bin aber aufgetaut. Ich hab's nicht gesehen, ich hab nur weggeguckt. Ich bin aufgetaut. Oh, sehr gut. Ich muss hier schnell rauswutschen, Alter. Okay. Oh, was? Warte, warum hat sie einen Heißorb? Warum setzt sie sich selbst in Brand? So dumm ist sie ja nicht, dass sie sowas machen würde. Ich meine, sie hat ja extra dieses Item auf ihr Pokémon gelegt. Die hat irgendwas vor. Ich rieche es, dass irgendwas fishy ist. Ja, ziemlich fishy hier. Was hat sie vor, Alter? Was hat sie vor? Ich hoffe, sie hat nichts gegen mein Scorpio. Obwohl... Eisstrahl ist, glaube ich, auch nochmal effektiv, ne? Nee, nicht ganz. Okay. Ich würde noch eine Attacke aushalten, wenn sie nicht crittet. Warum setzt sie sich selbst in Brand? Ich verstehe es nicht. Was hat sie damit vor? Keine Ahnung. Was ist mein Giftstreich? Bam! Macht gar kein Damage, wow. Siedewasser. Sie will mich selber. Sie will mich in Brand setzen hier. Und ich werde auch in diesem Kampf meine Top-Belebe einsetzen, wenn es dazu kommen wird. Denn für diesen Kampf habe ich sie aufbewahrt. Dem finalen Kampf. Von der Story natürlich. Das Ende der Geschichte ist hier. Falls wir es schaffen sollten. Ich hoffe doch, dass wir es schaffen. Ach, das ist sehr schwierig. Ich habe kein Pokémon und kein einziges, was wirklich viel Damage gegen ein Milotic macht. Das ist ein Wasser-Pokémon, was eine Eisattacke kann. Also da kann ich kein Shelterra reintun. Okay, nice. Ich habe zumindest Egelsamen treffen können. Und aus irgendeinem Grund hat sie sich in Brand gesetzt. Ich verstehe nicht, warum. Warum hat sie einen Heißorb auf Milotic? Ich verstehe das nicht. Da ihre Taktik nicht. Ob das irgendwie dann stärker wird, ob das so eine Fähigkeit ist, wenn es Status-Effekt hat, dass es dann stärker wird, das könnte ich mir noch vorstellen, aber sonst fällt es mir nicht ein. Sie heilt sich jetzt sogar mit einer Top-Genesung. Das ist gut. Aber jetzt hat sie keins mehr. Hoffe ich. Zumindest. Ich weiß es nicht. Aber Egelsamen wirst du damit nicht los, meine Gute. Nö. Den Egelsamen nehme ich schön mit. Und es verbrennt sich wieder. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es irgendwie eine Fähigkeit ist, wenn es einen Status-Effekt hat, dass mein Milotic stärker ist. Daran glaube ich wirklich. Oh, zurückgeschreckt wegen Biss. Das ist der Vorteil an Biss und nicht Knirscher. Sehr schön. Der Kampf verläuft relativ gut. Es verläuft ganz okay, würde ich sagen.
nicht wirklich krass. Oh, ich sollte mein Maul halten. Oh, natürlich hat der Pokémon Bruder zu genesen. Das Blöde ist, weil es Verbrennung hat, kann ich ihm keine Toxine oder so reindrücken. Das ist echt mies. Ich hab sonst nichts. Das macht keinen Sinn zu wechseln. Was für einen Sinn macht das? Dann setze ich meinen anderen Pokémon in Gefahr. Ich kann heilen. Ja. But that's about it. Wirklich, Damage macht keinen Sinn. Guck mal, es heilt sich jetzt einfach wieder. Wir haben jetzt beide jetzt in dieser Runde geheilt. Toll. Das Beste wäre, wirklich, wenn ich einen Save-Switch machen könnte. Wenn irgendwann mein Pokémon down geht, ich dann auf Chelterra wechsle. Und Chelterra dann Finisher macht. Mit einer Pflanzenattacke. Falls es dann schnell genug sein sollte. Das weiß ich ja nicht mal. Es macht halt auch keinen Sinn, eine Wasserattacke einzusetzen. Ich werde es versuchen, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn. Es wird weniger Damage machen, oder? Ja, es macht ein bisschen weniger Damage, also. Es will mich in Brand setzen. Das kann passieren. Ich hoffe das natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich werde Tails erstmal K.O. gehen lassen. Für den Safe Switch. Oh Gott. Erinnert mich so ein bisschen an Garados. Oh, sie switcht! Roserade! Pflanzen-Pokémon. Ich hoffe, Tricky ist geheilt. Ich hoffe, da war nicht der andere, der geheilt werden muss. Ah, doch. Relativ. Oh, ich habe ihren Satz geskippt, sorry. Ich kann mich nicht auf die Mucke konzentrieren, ich muss mich auf das Gameplay konzentrieren, das ist wichtiger. Macht sehr viel Damage. Aber! Feuersturm! Nein, die schneller Mutschmann bin! Nein! Du ekelhaftes Roserade! Von dir habe ich auch noch ein paar Albträume, aber wie auch immer. Komm. Schnurgas, du kannst gerne dein Glück versuchen mit Aeroas. Kannst es gerne versuchen. Bist ja zum Glück schneller. Hiya! Okay, ordentlich Damage auf jeden Fball schon mal gemacht. Energieball sollte mich noch am Leben lassen. Yup. Ich riskiere es. Es wird nicht down gehen, aber ich habe zumindest sehr viel Damage gemacht. Doch, es geht down. Yes! Drei Pokémon noch. Eins davon Milotic. Drei Pokémon noch. Level 66, das geht voll ab. Lucario, Kampf-Pokémon, meine ich. Stahlkampf müsste es sein. Und genau jetzt ist Tricky down. Ich muss safe switchen. Ich muss safe switchen. Was anderes kann ich nicht machen. Top-Beleber. Lucario killt mich. Aber das ist okay. Top-Beleber auf Tricky. Habe ich nötig. Und dann erstmal schön einheizen. Das ist mein Plan jetzt. Das ist richtig intenser Kampf. Feuersturm! Nein, es fängt an! Oh oh, es bufft sich. Wenn es jetzt nicht beseitigt wird, habe ich ernsthafte Probleme. Oh Gott. Feuersturm! Wir nehmen das! Yes! Zwei Pokémon noch. Eins davon Milotic. Bitte schickt Milotic jetzt erstes rein. Weil dein letztes Pokémon, dein Signature-Pokémon. Level 64, nice. Soll bitte als letztes kommen für den ultimativen Hype. Du willst jetzt Hyperstrahl erlernen? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Sorry, aber ich mag Feuersturm mehr als Hyperstrahl. Auch wenn Hyperstrahl richtig gebufft wurde. Ja, Milotic kommt. Okay. Perfekt. Es hat zwar keinen Egelsamen mehr. Warte, es ist nicht schneller. Es brennt aber immerhin noch. Ich riskiere es. Down. Ja. Selbst wenn ich Egelsamen eingesetzt hätte, hätte das keinen Unterschied gemacht. Ich wäre sowieso gestorben. Die Hälfte ist weg von ihrem Milotic.
Hälfte der Leben ihres Minotix ist futsch. Ich pack Tails rein, weil Tails kann die Attacken von Minotix gut tanken. Wasser gegen Wasser macht nicht so viel Sinn, ne? Setz ein paar Belebe ein und heile. Oder? Top Beleber. Habe ich nicht nötig gerade, glaube ich. Ich hoffe, die ist... Oh, ja, stimmt. Da war ja was. Das stört mich so krass gerade. Diese blöde Verbrennung. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt keine Vergiftung reinkriegen kann. Ich heile erstmal meine ganzen Companions, bevor ich mir jetzt irgendeine Taktik überlege. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ist halt, wart bis Tate down geht, dann zu Shellterra, dann nochmal Pflanzattack einsetzen, denke ich. Und hoffen, dass alles gut geht oder so. Wisst ihr? Sorry, Tails, dass du wieder deinen Schweif halten musst, aber hinhalten musst, aber geht gerade nicht anders. Ja, es tut mir leid. Och, jetzt fühle ich mich schlecht dabei. Och, Tails. Ich brauche den Safe Switch. Ich mach's wieder gut, okay? Ich brauche dringend den Safe Switch. Alle sind geheilt. Tails, ich werde dich auch noch heilen, falls ich dich benötige. Ich brauche aber jetzt Shelterer. Och Mann, jetzt überlebe es doch. Mach's mir nicht schwieriger, als es ist. Du bist sowieso down wegen der Verbrennung. Oh, es tut mir wirklich leid, Tails. Du hast tapfer gekämpft. Ich sehe das ein. Halt durch, mein Freund. Ich komme gleich wieder. Ich muss nur jemanden seinen Hintern versohlen. Oder ihren Hintern versohlen. Wie auch immer. Milotic, deine letzte Stündlein hat schon lange geschlagen. Dein Eisstrahl wird mich nicht KO'en. So viel ist sicher. Aber weißt du, was ich KO'en wird? Der Gigasauger! Crit! Oh, ein Pokémon hat sie noch. Ihr Signature-Pokémon hier. Letzter Ass im Ärmel. Level 66, 59 und 63. Oh, fast Level 60 alle. Oh mein Gott. Kann ich mehr. Dieser Kampf macht mich irre. Knackrack. Drache. Gestein, glaube ich. Ich bleib mal drin. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so in die Ecke gedrängt wurde. Level 66! Dein Ernst, mein stärkstes Pokémon ist im gleichen Level. Ich meine, okay, das macht's fair, aber... What? Oh nein, es kann Schwertanz! Es bufft sich jetzt OP. Schwertanz ist richtig OP-Attacke. Damit kannst du dich richtig hochpushen, bis du One-Hittest. Jedes Mal. So, der Egelsam ist aber schon mal gut, weil sie kann nicht mehr rauswitchen und Egelsam entfernen. Der Egelsam bleibt für immer den ganzen restlichen Kampf lang. Das war meine Taktik bisher. Nee, schau, was Boden oder Gestein? Verdammt. Knackrack, Boden oder Gestein? Ich guck das kurz nach, oder? Oder? Ich weiß halt nicht, was ich einsetzen soll. Nee, komm. Mach den Gigasauger. War unbedingt nicht nachzuschauen, aber lass es. What? Könnt ihr sehen, wie krass Schwertanz ist. Ich bin jetzt schon down. Aber du kommst mir nicht, die Toxin. Kriegst du sowas rein, Mann. Ich drück dir so heftig diese Toxin in deinen Rachen, dass du nicht mehr weißt, was vorne und hinten ist. Aua. Aua. Was mach ich nun? Was mach ich nun? Ja, was mach ich nun?
Ich push mein Traummagier mit Gedankengut. Das wird mich nicht killen. Bitte nicht. Das killt mich instant wegen dem freaking Crit! You've got to be kidding! Boah, Konfusstreiber hat echt geil, ne? Aber erstmal muss ich mich drauf priorisieren, dass ich meine Beleber alle verschwende. Top Beleber auf Chelterra. Er hat's dringend nötig. Ich bin down, oder? Ob ich diesen Kampf überhaupt schaffe? Ja, was jetzt? Was jetzt? Ich pack Chelterra rein und teste die Gewässer. Ob es mich one-hittet oder nicht. Spoiler, ich hoffe, dass es mich nicht one-hittet. Bin heilig jetzt. Tails könnte hilfreich sein. Mit der Hydropumpe. Nicht, das wird mich nicht one-hitten. Ich meine, hey, Igelsam ist eine große Hilfe, wirklich, aber... Oh. So, Tails ist ein Kampf, ist kampfbereit jetzt. Tails ist jetzt ein Dampfer. Kein Problem, Tails. Seht ihr das? Seht ihr, wie OP Drachentanz ist? Ich muss die Hydropumpe versuchen. Entweder ist es Boden oder Gestein. Und wenn es Gestein ist, ist die Hydropumpe die beste Methode, es down zu kriegen. Aber es wandelt mich. Oh, Tails! Oh, Tails! Tut mir so leid, dass ich dich gekillt habe. Du lebst mich natürlich. Hydropumpe, bitte setz ein! Ja! Komm schon! Komm schon! Nein, das macht nicht so viel! Ah, hoffnungslos! Useless, useless, useless! Knackrack ist freaking OP! Es ist noch nicht vorbei, ich hab so viel Spaß, um vorzeitig abzugeben. Oh Gott, sie hat dabei Spaß, mich hier leiden zu sehen! Wie krank! Naja. Ich hab eine Idee. Leute, ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich Tails am Leben lasse? Und einfach Igelsam den Rest erledigen lasse? Was dann? Oder killt es mich jetzt instant one-hit mit Erdbeben? Na. Klar, natürlich! Ich hab verloren, Leute. Ich hab verloren. Mein letztes Pokémon. Ich hätte einen Beleber einsetzen sollen. Verdammt! Was anderes, was mir gerade einfällt, ich könnte die AP von ihr ausgehen lassen, aber ich weiß nicht, ob die gegnerischen Trainer überhaupt AP benutzen. Wisst ihr, was ich meine? So, das wird jetzt alles entscheiden, ob ich das Video beenden kann hier oder ob da noch eine Hoffnung hinter dem Tunnel ist. Verschenkt einfach die Top-Genesung. Macht mich one-hit, bin ich down, habe ich verloren? Ja, ich hab's mit so, eine kleine Ruhepause gemacht. Jetzt habe ich nochmal ihr ganzes Team besiegt, bis zu Knackrack. Ich habe überlegt, ob ich sie stattdessen jetzt erstmal mit Toxin angreife. Aber ich glaube, Scorpio hat nicht die genügige Verteidigung. Und Schnurgas ist das Ding, ich kann Charm einsetzen, damit es nicht so krass stark ist, weil ich setze die ganze Zeit Schwerttanz ein, damit es den Angriffswert erhöht. Und wenn ich dann aber genau das Gegenteil mache dagegen, und Schnurgas ist ja mein schnellstes Teammitglied, meine Taktik ist, Char mit Schnurgas zu spammen, bis es down geht, dann Igelsam und dann hoffen, dass alles gut läuft. Das ist jetzt meine neue Taktik. Dann werden wir sehen, wie das klappen wird. Ja. Oh nein. Charm. Das war mir klar.
Das war mir so klar. Ich habe sogar gehofft, dass du das machst, weil jetzt kann ich Charme einsetzen. Und kann es gleich sogar, vielleicht sogar nochmal einsetzen. Aber was mich wundert, wieso ist das Ding schneller? So, jetzt ist es so, als würde es einmal gedebufft werden und nicht zweimal gedebufft leider. Das überlebe ich nicht, oder? Schnurgas, ich liebe dich! Schnurgas, bist du süß? Ich liebe dich! Nochmal Charme, yes! Ah, alles spielt auf meine Karten. Ah. Oh Gott, ihr seht, mein Team ist relativ gut aufgebaut. Oh Gott, Shellterra ist überhaupt nicht gut aufgebaut. Das fällt mir erst jetzt auf. Scheiß drauf, mach einfach Top-Genesung. Ich muss später ein paar Sachen rauspiepsen, aber egal. Ich hab vorhin richtig geraged. Na, egal. So, Safe Switch auf Shellterra. Egesam und hoffen, dass es mich nicht killt, weil jetzt, wo es keinen Schwertanz hat, sogar und es sogar einen Debuff hat. Sollte ich eigentlich nicht sterben. Guck mal, es setzt sogar seine Runde ein für Schwertanz. Egesam trifft auf jeden Fall. Jetzt hat nur das Problem, jetzt ist es wieder auf entweder gerade oder auf plus 1. Ich weiß es nicht. Plus 2 ist auf gar keinen Fall. Aber entweder gerade oder plus 1. Heißt, es könnte mich one-hitten, es könnte aber auch sein, dass ich gerade noch so überlebe. Ich kann es nicht gut einschätzen. Und Erdbeben macht am meisten Damage. Oh nein, jetzt macht's. Oh, jetzt ist es auf jeden Fall. Spätestens jetzt ist es sowieso auf plus 2. Wenn nicht sogar höher. Aber Egesam ist drin. Der Erdbeben hat es auf die Hälfte gebracht. Und jetzt habe ich das gleiche Problem wie vorher. Verdammt. Nee. Es ist noch nicht vorbei. Sie sollte eigentlich keinen Top-Genesen mehr haben. Ich glaube, sie hat nur eins. Ich hoffe, sie hat nur eins. Ich werde einfach angreifen. Auch wenn es mich jetzt killt. Was soll ich machen? Ja, ich hab's überlebt! Ich hab's überlebt! Ich hab's überlebt! Ja! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Ah! Ah! Champs sind ja besiegt! Vor ein paar Minuten warst du die stärkste Herausforderin. Und jetzt bist du bereits die stärkste unter allen Trainern. Du bist unser neuester Champ. Danke. Danke. Das Pokémon, was uns so weit gebracht hat, hat's beendet. Nice. Das war's gezeichnet. Ein wirklich unglaublicher Kampf. Du hast die Stärken deiner Pokémon optimal ausgespielt und sie mit ruhiger Hand zum Sieg geführt. Leidenschaft und kalkuliertes Handeln bilden dir eine ideale Kombination. Du hast erneut bewiesen, dass du an der Seite deiner Pokémon jedes Hindernis überwinden kannst. Das hat unser Kampf deutlich gezeigt. Damit steht die Krönung des neuen Champs der Sinnoh-Region bevor. Komm, nimm den Aufzug. Damit sind wir der stärkste Trainer von allen. Wir sind der Champ von Sinnoh. Von Pokémon leuchtender Perle. All die Abenteuer, die wir erlebt haben, um hier hinzukommen. Der Raum, der vor uns liegt, ist die Ruhmeshalle. Professor Albe! Was macht der denn hier? Michael, dein letzter Kampf war vorzüglich. Das sind zugeguckt? Ah, oh, Sie sind auch hier, Professor Albe? Natürlich! Ein Kind, dem ich eine Pokédex anvertraut habe, kommt so weit. Und das ist selbstverständlich, dass ich Zeuge seines Ruhmes werden möchte. Michael, ich sollte dich nicht mehr ein Kind nennen. Du bist ein wahrer Champ. Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus, den Kinder für ihre Forschung aufbringen, nicht wahr? Michael, hier entlang bitte. Professor Albe, kommen Sie bitte auch mit. Er darf mit rein? Okay. Langweiliger Raum, aber da ist die Maschine. Es ist lange her, seit ich diesen Raum zuletzt mal betreten habe. Zuletzt war ich hier, als ich zum Champ gekrönt wurde. Das ist auch schon ein gutes Weilchen her. Michael, willkommen in der Ruhmeshalle. Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten. Hier verewigst du die Erinnerungen an eure bisherigen Abenteuer. Du und deine Pokémon habt die harten Kämpfe der Pokémon-Liga gemeistert.
Diese Maschine wird eure Errungenschaft für alle Zeit festhalten. Damit. Willkommen in der Ruhmeshalle! Glückwunsch an Chilterra Level 66, der Start, der alles anfing. Glückwunsch Tails Level 62, das gute Wasser-Pokémon. Glückwunsch an Tricky Level 64, das Feuer-Pokémon. Glückwunsch an Traummagie Level 66, das. Ich mag dich, Pokémon. Glückwunsch an Scorpio, das Level 59, unlevelte Gift-Pokémon. Und Glückwunsch an Schnurgas Level 63, das fastest Freak-Pokémon. Ja, Traumagil, doch das Kentachi-Pokémon. Das wisst ihr ja. Mit diesem Team bin ich Champ der Pokémon-Liga geworden. Glückwunsch. Oh yeah. Rechts die Tank. Na, okay, das macht keinen Sinn. Oder so, so ein bisschen. So rechts sind sie die ganzen großen Pokémon und links die kleinen. Oh yeah, baby. Und das war Pokémon Leuchtende Perle. Aber noch ist es nicht vorbei. Denn es gibt noch die Afterstory, die wir beim nächsten Mal, ja, machen werden. Pokémon Shining Pearl oder auch Leuchtende Perle auf Deutsch. Hier sind die Credits. Wir fahren wieder zurück nach Hause. Wir sind Champ geworden, aber es war ein schönes Gefühl, hier eine Stunde lang rumzusitzen in dem Champ Room. In dem Raum einfach da rumzustehen und nichts zu machen oder rumsitzen oder was auch immer, aber das mein ganzes Leben lang machen, so wie Cynthia es fast immer macht. Okay, sie ist auch viel unterwegs, aber sie ist auch sehr oft da, wie ein Arenaleiter. Ich glaube nicht, dass ich wie ein Arenaleiter leben will. Die haben da schon ein anstrengendes Leben. Wie eine Arbeit ist das. Ich glaube, da will ich lieber frei sein. Weiter Sachen erkunden. Neue Pokémon fangen. Den Pokédex vervollständigen. Sowas will ich machen in meinem Leben. Und dann reich werden. Ja, das hat sich nach einem Plan. Wie alles anfing. Damals noch das unschuldige Mädchen. Und dann später Geld. Ja, also das war Pokémon Leuchtende Perle. Mein Fazit zu dem Spiel. Es ist ein gutes Remake. Es ist besser, als Diamant und Perl damals auf dem DS waren. Aber es gab auch Platin und dieses Spiel ist wirklich sehr gut und wie gesagt, viel besser als ein gelungenes Remake. Aber vertraut mir, ich kann wirklich nur von Erfahrung sprechen, Platin ist das bessere Spiel. Ich finde wirklich, wenn man einen DS hat oder einen 3DS hat oder irgendwas, was DS-Spiele spielt, wenn man sowas hat, würde ich eher gucken, dass ich für den gleichen Preis, oh, hübsches Outfit, voll süß, dass ich Platin hole, weil das ist, kostet ungefähr genauso viel, hat Pixelgrafik, hat ungefähr genauso viele Pokémon. Okay, es hat jetzt nicht so viele Legis, wie man hier später fangen kann in der Afterstory, Spoiler, ups. Aber trotzdem ist es einfach das bessere Spiel. Die Erfahrung wird besser sein. Vor allem, falls ihr Fan seid von so Pixelgrafik, von dem Artstyle und alles. Viele mögen ja dieses Spiel hier nicht, was sie hier gespielt haben. Wegen dem Artstyle kann ich nachvollziehen, bin ich aber nicht der gleichen Meinung. Ganz ehrlich, bin ich überhaupt nicht. Die Artstyle. Oh, süß. Sieht so ein bisschen aus wie Sonne und Mond. Ja, der Artstyle ist gut. Nicht ideal, nicht perfekt. Oh, voll süß. Wie kann man das denn bekommen, das Outfit? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Vielleicht ist das neu jetzt. Wie auch immer. Ja, müsst ihr entscheiden, ob ihr wirklich findet, dass der Artstyle ein großer Kritikpunkt ist und dass man deswegen das Spiel nicht kaufen sollte. Ist eure Entscheidung, sage ich nichts zu. Ich finde halt, es gibt wichtigere Dinge als Grafik. Gameplay zum Beispiel. Es ist immer noch Pokémon, es ist immer noch Gen 4. Gen 4 ist meiner Meinung nach die beste Gen ever. Also auch mit Hardcore und Silver, aber auch mit jemand per Platin. Vor allem mit Platin, aber auch wirklich, ich habe jetzt Diamant und Perl mögen gelernt. Durch dieses Remake. Auch wenn es ein Gen 8 Spiel ist, es ist ein Gen 4 Remake von Diamant und Perl. Ja, wie gesagt, ich habe alles gesagt, was es gibt. Der größte Kritikpunkt an diesem Spiel ist nicht die Grafik für mich, sondern der EP-Teiler oder was auch immer, XP-Share. Ja, XP-Teiler, wie auch immer. Der ist viel zu broken. Warum kann man den nicht an- und ausschalten?
Warum funktioniert die denn nicht so wie damals, dass du die immer zum Tragen gibst und ein Pokémon-Level dadurch? Ich weiß es nicht. Ich meine, im Endeffekt war der Kampf jetzt gegen Cynthia wirklich super schwierig. Ich bin nochmal down gegangen. Aber ey, ich muss zugeben, Cynthia ist wirklich einer der stärksten Trainer in ganz Pokémon. Ganz oben in den Top 3 der stärksten Trainer. Also, dass ich da mal verliere, denke ich, ist human. Und ich denke, da könnt ihr mir verzeihen. Ja, euch drei, die ihr gerade verschwunden seid, euch fange ich auch noch. Vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht aber auch irgendwann später. Aber euch fange ich auch noch. Erstmal aber wieder zurück zur Mami. Hi, Mom. Ich bin Champ. Warum habe ich mich umgezogen? War wahrscheinlich fürs Outro. Egal. Und das war dieses Let's Play. Wir sehen uns entweder bei der Afterstory oder beim nächsten Let's Play wieder. Haut rein und ciao.